Bereit. Einen Fall für unseren Kollegen. Bin dran. Es ist offen. Gibona. Ah. Kavadumpa kurpaliya mokapata. Jiyoka kutumpa. Eine Privatwohnung. Was macht ihr hier? Dieser Ort scheint verlassen. Kenne ich euch nichts an, bla bla bla. Schon wieder so ein unfreundlicher. Oh ja, versuchen wir es mal. Steckt ihr in Schwierigkeiten? Wollt ihr darüber sprechen? Oh. Ah, Zacks setzt Kopfgelder aus. So, so, das haben wir auch schon ein paar Mal genannt. Der heißt Matrik. Oh, der hat sich als Kronzeuge gemeldet. Ich verstehe. Sein Geständnis half, einige der größten Verbrecher auf Taras für den Rest ihres Lebens. Hat ein Kopfgeld. Okay, gut. Also auf den ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie ich euch aus dem Schlamassel befreien kann. Da kann man wohl nicht viel machen. Langsam habe ich das wahrscheinlich wegzulaufen. Ich werde hier bleiben und kämpfen. Ja gut, Davik eliminieren will ich jetzt nicht. Vielleicht könntet ihr David ausbezahlen. Davik. Geld spielt bei der Sache keine Rolle mehr. Okay, wird erst ruhen, wenn er tot ist. Vielleicht könnt ihr euren eigenen Tod vortäuschen. Schon einen Plan ausgedacht, aber ich kann ihn nicht durchziehen, solange ich mich hier verschanzen muss. Erzählt mir von eurem Plan. Es geht darum, dass Davik auch dann an meinen Tod glaubt, wenn man keine Leiche findet. Wenn es so aussieht, als ob ich bei einer riesigen Explosion gestorben wäre. Ja, das stimmt. Okay. Ich habe von meiner Arbeit mit dem Tauschhändler Erfahrung. Er bräuchte einen Permakret-Detonator. Ja, ich sag mal, kann ich beschaffen. Vielleicht habt ihr eine Oberstadtglück. Ihr könntet es dort zuerst versuchen. Ah, okay, neuen Tagebucheintrag. Matrix-Kopfgeld. Ach so, wir haben hier Dia, Matrix. Ah, ja, richtig. Gut, Matrix plant die Inszenierung seines eigenen Todes, um Davik zu entkommen. Du solltest ihm einen Permakret-Detonator besorgen. Er will damit seiner Partnerin in die Luft springen. Davik soll glauben, dass er bei der Explosion umgekommen ist. Dann werden wir mal in der Oberstadt schauen. Am besten da bei diesem Laden, von wo wir relativ am Anfang waren. Dieses Equipment-Emporium hieß es, glaube ich. Und dann mal gucken. Damit war es das auch schon hier in den zweiten Apartments. Oh, wir können wieder mit Karl reden. Reden wir mal. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ja Mensch, Karf, ist es ein geeigneter Zeitpunkt, weitere Fragen zu stellen? Wahrscheinlich habe ich gesagt, ihr könntet mich vielleicht später mal was fragen. Ist das wirklich nötig? Tja, nicht, wenn es für euch ein Problem darstellt. Nein, nein, ich habe kein Problem damit, wirklich. Schießt ruhig los und verhört mich. Oh, das ist doch kein Verhör, das habe ich nie behauptet. War nur Spaß, auch wenn ihr wirklich voller Fragen steckt. Aber ich finde das Spielchen ganz witzig, muss ich zugeben. Lasst mich bitte zunächst eine Frage stellen. Seit unserem Absturz geht mir der Kampf auf der Ender Spire immer wieder durch den Kopf. Einige Dinge passen da einfach noch nicht ins Bild. Vielleicht könnt ihr mir ja erzählen, was da geschehen ist. Aus eurer Sicht. Tja, ich war nicht in der Position zu erkennen, was vor sich geht. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich war im Wesentlichen als Berater an Bord. Der Kampf begann so unvermittelt, dass jeder sich zunächst gefragt hat, was da eigentlich los ist. Wir haben das Schiff und viele gute Leute verloren. Aber wofür? In der Hoffnung, dass die Macht der Jedi uns würde retten können. Irgendwie. Nicht, dass Bastila etwas dagegen hätte tun können. Wir haben uns diesen Kampf schließlich nicht ausgesucht. Er wurde uns aufgezwungen. So, Helle, ich bin immer noch überrascht, dass wir das alle überlebt haben. Wenn man das alles bedenkt, ist es doch mehr als erstaunlich, dass ihr hier seid, nicht wahr? Welche Position nehmt ihr in der republikanischen Flotte ein? Tja, das ist eine gute Frage. Ich war ein Speer und wurde wegen meiner Fähigkeiten für die Flotte rekrutiert, wenn ihr es unbedingt wissen das wollt. Das macht Sinn. Trotzdem, mir kommt es seltsam vor, dass jemand, der in letzter Sekunde zur Besatzung gestoßen ist, zu den Überlebenden zählt. Aha. Was ist so seltsam daran, wenn jemand in letzter Minute der Mannschaft zugeteilt wird? Außer euch ist niemand hinzugekommen. Mal ganz davon zu schweigen, dass es Bastilas Gruppe war, die um euren Transfer bat. Warum soll Bastila mich angefordert haben? Die Jedi forderten die verschiedensten Dinge an, nachdem sie an Bord gegangen waren. Zur Hölle, sie haben praktisch das Schiff übernommen, so wie ich das sehe. In Anbetracht eurer Beziehung zu Bastila und den Jedi... Ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, kommt eure Anwesenheit hier nicht ungelegen. Vielleicht liege ich falsch und all das hat nichts zu bedeuten, ich weiß. Aber ich habe vor langer Zeit lernen müssen, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und ich hasse Überraschungen.
Was meint ihr mit Überraschung? Soll heißen, ich erwarte das Unerwartete. Sicherheitshalber. Seid ihr immer so misstrauisch? Versteht doch. Das Ganze hat nichts mit euch persönlich zu tun. Ich traue niemandem und habe meine Gründe dafür. Und nein, ich habe nicht die Absicht, sie zu diskutieren. Können wir uns also wieder den wichtigeren Dingen zuwenden? Ich halte das für wichtig. Also gut. Ihr seid verdammt hartnäckig. Wisst ihr das? Wir sprechen darüber. Aber später bitte. Im Moment würde ich lieber gehen. Okay, wir haben ein bisschen mehr über Karth rausgefunden. Naja, nicht wirklich viel. Aber offensichtlich ist er sehr misstrauisch und so wie man das jetzt so ein bisschen rauslesen konnte, hat er ein bisschen das Gefühl, wir hätten vielleicht was mit dem Absturz beziehungsweise halt mit der Übernahme zu tun. Ich weiß auch nicht. Also offensichtlich ist er tatsächlich ein kleines bisschen paranoid, weil soweit ich weiß, hier geht's zur Oberstadt. Da geht's zum Stützpunkt der Vulka. Dann gehen wir, wenn wir jetzt gerade hier sind, doch gleich mal geschwind in die Oberstadt und gucken, dass wir uns da diesen Permakret-Detonator besorgen. Dann haben wir das gleich fertig. Weil ich weiß nicht, wann wir dann das nächste Mal in die Oberstadt kommen. Zur Sith-Basis, Droiden. Ich denke mal nicht, dass es da... Okay, gehen wir direkt zur südlichen Oberstadt, da wo dieser... Halt, Moment, wir können ja dieses Schnellreisesystem nehmen. Pass auf, das versuche ich jetzt mal. Das geht nämlich viel schneller. Jetzt pass auf. Wir sind jetzt direkt vor unserem Apartment und gehen jetzt mal zur Oberstadt. Hier oben ist so viel sauberer und schöner. Naja. Ist, glaube ich, auch eine kleine Gesellschaftskritik wieder eingebaut. Wie so oft eigentlich in Star Wars. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, aber in Star Wars kann man echt oft natürlich ja, Metaphern für aktuelle und also weniger aktuelle, aber auch Zustände in unseren Gesellschaften sehen. Vor allem, wenn man natürlich ans Dritte Reich denkt oder so, das jetzt natürlich nicht so aktuell ist, aber Rassendiskriminierung und so kennen wir irgendwie auch noch. So, schauen wir mal, ob die das hier... Willkommen im Equipment Emporium. Komm, was hast du? Ja, du hat nichts. Was hat sie hier? Ach, guck mal. Ein Permakret-Detonator für 50 Credits. Jo, kaufen wir, oder? Sonst, für wie viel verkauft die Medikits? Ja, wir haben ja jetzt im Moment genau... Genug haben wir. Okay, gut. Haben wir ihn jetzt. Mal gucken. Da ist er. Gut, dann geht's direkt wieder runter. Zur Oberstadt, genau. Das hat jetzt schneller... War jetzt schneller, als den ganzen Weg zurückzulaufen, weil das relativ nah an unserem Versteck liegt. Ja, genau, so. Also es gab gesellschaftliche Parallelen und bla bla bla, Rassendiskriminierung. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, worauf ich da hinaus wollte. Ah ja, richtig, die Situation hier in Taris. Also auch bei uns ist es ja so, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Und so wie natürlich bei uns auch die Reichen und Schönen oben in den Apartments wohnen und in den Penthäusern. Es ist zwar noch nicht so, dass wir nur noch Hochhäuser auf dem Planeten haben und... die Armen unten und die Reichen oben wohnen, aber es ist schon erstaunlich, wie nah manchmal Armut und Reichtum beieinander liegen. So. Hört mir zu. Das war jetzt das Wort zum Sonntag und jetzt geht's wieder in die Unterstadt. Der Aufzug ist eure Kleidung nach Ja, der ist jetzt natürlich wieder pissig, weil wir kein Sith sind. Also hier einmal kurz umziehen, dreh dich mal geschwind um. Hallo! Und damit dürfen wir in die Unterstadt. Dieser Idiot, der hat es uns geglaubt. Okay, Karth zieht sich um. Diese blöde Sith-Uniform. Und wir geben mal den Permakret-Detonator bei Dingens ab. Und dann war das irgendwie dieser Zex, dieses Kopfgeldbüro, das war in dieser Kantina. Dann gehen wir als erstes in die Kantina und dann widmen wir uns mal wieder der Hauptstory. Und wir haben ja noch ein Date mit dem geheimen Beg. Schon gefürchtet, ihr würdet nicht zurückkommen. Konntet ihr einen Permakret-Detonator beschaffen? Ich habe zufälligerweise einen Permakret-Detonator bei mir. Nein, den wollen wir uns nicht für ein hübsches Sümmchen, wir wollen ihn einfach ihm geben. Das Baby hier zünde, bleibt von der Wohnung nicht viel übrig. Ja.
Ja, wir müssen zudem schon lieb sein, weil der hat ja gesagt, er hat aufgehört, weil es ihm einfach zu viel Gewalt wurde und so. Und das sind doch eher... zeigt doch, dass Gutes in ihm ist und dann müssen wir ihn doch nicht jetzt noch abzocken oder so. Außerdem hat das Ding nur 50 Credits gekostet. Zeit Uhr läuft, wir sollten sehen, dass wir herauskommen, bevor uns das Ding um die Ohren fliegt. Yo, raus da. Wow, die letzte war ziemliche Explosion. Geht da nicht nochmal rein? Die ganze Decke könnte ihn unterstützen. Okay. Nicht einmal der vielen Worte aufrichtig bedanken. Ach, das ist ja schön. Viel Glück und leb wohl. Jetzt, da ich tot bin, sollte ich mich nicht mehr auf den Straßen zeigen. Yo, helle Seite, Punkte erhalten, Erfahrungspunkte, Tagebucheintrag. Ach du Kacke, guckt euch mal das an. Da ist tatsächlich ein bisschen was runtergekommen. Naja, das sieht nicht so gut aus. So, wir schauen mal... Hoppla. Ah, wir haben auch einen Levelaufstieg. Cool. Wir sind jetzt schon auf dem Weg in Richtung helle Seite. Seht ihr das? Also Karth ist uns zwar immer noch ein Stückle voraus, aber es bewegt sich schon in die für mich richtige Richtung. Wenn ihr die dunkle Seite haben wollt, dann tut's mir leid. Ihr braucht jemand anderes. Dann können wir hier wieder schön überreden, skillen. Und genauso lassen wir das jetzt erstmal wieder. Ja, nicht alle Fähigkeitspunkte verteilt. Es tut mir ja leid. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir hier? Der kritische Treffer, der ist irgendwie cool gewesen oder ist immer noch cool. Aber sollten wir was anderes? Ach was, ist doch cooler. Oder diese aktiven Fähigkeiten sind doch cooler. Dann nehmen wir den kritischen Treffer. Verbessert. Wundervoll. Okay, also dieses Kopfgeldbüro von dem Zex, wo wir dann ein paar Sachen jetzt, glaube ich, mal eintreiben können, ist, glaube ich, in dieser Javaya-Kantina. Dann gehen wir als erstes dahin. So, wir haben ja schließlich noch ein Date mit dem geheimen Weg, wie ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Aber da gehen wir dann erst danach hin, damit wir wirklich hier alles abgeschlossen haben vorher. Soweit es natürlich geht immer nur. Lass mich rein! Woo. Der Rausschmeißer scheint sich nicht für uns zu interessieren, glücklicherweise. Die sieht schon mal genauso aus wie oben. Was willst du? Bisschen ruhig geworden, kommen nicht mehr viele Leute hier, um mit mir zu plaudern. Ja, gut. Ah, ein paar besondere Pasak-Karten. Pasak, ja, ich weiß, was Pasak ist. Komm, gib mir hier... Ja, komm, gib mir ein paar Pasak-Karten. Okay. Oh, das ist ein bisschen teuer, das ganze Zeug. Aber das habe ich gemeint, ich habe es euch ja schon mal erklärt. Also das sind die normalen, die wir haben, diese plus 1, plus 2. Die wirklich geilen sind die hier. Plus, minus 3, weil die kann man variabel einsetzen. Jetzt müsste ich mir natürlich davon welche kaufen, gell? Aber ich habe im Moment noch ein bisschen wenig Geld. Nur die hier ist irgendwie echt geil. Ach komm, die eine kaufe ich mir jetzt hier. Zack. So, was ist mit dem? Seid mir gegrüßt, Fremder. Ich heiße Gelrund. Spielt ihr zufällig? Ja, der... Nee, der... Wenn ihr je eine Partie Pasak spielen wollt... Ja, der will mit uns spielen, aber... Ist mir jetzt egal.